Willkommen meine geliebten Freunde und damit willkommen zum nächsten Part von The Last of Us. Los geht's. Wir waren ja letztes Mal in diesem... Wow. Wo kommt das jetzt her? Wir sind ja letztes Mal in dieses Haus hier reingegangen, wo die Hunter... Wow, da ist er. Okay, das war ein bisschen dumm. Wir sind ja letztes Mal in das Haus hier reingegangen, wo die komischen Hunter waren, die einfach gegen Menschen kämpfen, was ich einfach komplett unverständlich finde. Naja, wie dem auch sei. Ja, jetzt werden wir uns hier durchbeißen müssen. Irgendwie. Dort links. Ja, Arschloch. Lol, wo... Was? Wo sind wir? Oh Mann. Ach, gucke mal. Wir sind wieder im unteren Stockwerk, oder? Lol. Oder? Das ist jetzt gerade echt verwirrend. Soll ich die Welt nicht mehr verstehen oder ist es nicht Absicht? Ja, es kann schon gut sein, dass wir wieder zurückgesetzt wurden ins erste Stockwerk, ne? Aber ich höre doch hier noch irgendwo was. Leute, Tatsache, wir sind wieder im ersten Stockwerk. Wo war nochmal der Fahrstuhl? Oh ja, der Fahrstuhl, die Treppe. Deine Gesundheit ist niedrig. Es geht noch so. Hat er schon schlimmere? Muss ich nur noch kurz das Treppenhaus finden. Wo auch immer das war. Hier ist auf jeden Fall wieder nichts. Ja gut. Bist du denn Fahrstuhl? Ich laber immer von einem Fahrstuhl, aber hier gibt es keine Fahrstühle. Ich meine natürlich Treppe. Wo bist du? So. Das ist gut, das andere gefällt mir. Okay. Gesundheit wieder voll. Wir haben ja genug Medipacks eigentlich. Aber die Munition ist schon wieder richtig, richtig low. Okay. Ist die Treppe hier hinten? Ach, guck mal, ich habe sie wieder gefunden. Die Treppe, wir gehen wieder nach oben. Jetzt müssen wir aber ganz vorsichtig sein. Wo seid ihr? Wisst ihr das auch ganz gerne? Na? Nein, nun, okay. So, los geht's. Die Mistkerle, die verschanzen sich irgendwo hier oben. Doch sie wissen nicht, wo ich mich befinde. Dementsprechend wird das Ganze sehr schwer für sie ausfallen. Wie jetzt hier. Einer wäre beinahe erledigt. Oder ist erledigt, besser gesagt. Stellt sich nur noch die Frage, wo sich der Rest befindet. Da ist noch einer. Und da ist noch einer. Hey, Feigling! Oh Mann! Umzingel die! Oh, da ist noch einer. Lol. Schlag ihn! Get them down. Verdammt. Die sind jetzt beide down, ne? Sehr schön. So, direkt Midi-Pack einsetzen. Ich will jetzt nicht sterben. Okay, die Musik hat aufgehört. Haben wir jetzt alle. Ich zweifle mal daran. Aber Munition. Oh, shit. Hier haben wir noch den Bogen und hier... Okay, hier haben wir noch die hier. Oh, ist das die Magnum? Ist das die Magnum? TP. Warum TP? Was ist TP? Teleportation. Texture Pack. Ich weiß es nicht. Da ist einer.
Wow, der gibt mir so eine Bitslap. Aber auf die Fresse kriegt er mit einem wahren Eisen. Sehr schön. Sind das jetzt alle gewesen? Ich zweifle mal. Sonst würden die wieder so eine Audiosequenz kriegen. Hier scheint es weiter zu gehen, oder? Hier kommen wir rein irgendwo. Wunderbar. Und sonst noch irgendwas neben diesen Türen hier? Nee, eigentlich nicht. Dann gehen wir hier rein. Ups. Ja, ein paar Reparatursachen, immer gut. Sowas können wir ja generell brauchen, wenn wir dann irgendwas upgraden wollen. Das kommt ja eigentlich ganz gelegen. So, jetzt fehlt eigentlich noch die Werkbank dafür natürlich, aber ansonsten gar nicht mal schlecht. Gut, ein Health Pad kann ich noch machen. Mach ich das? So, dann haben wir wieder zwei. Ich frage mich, woher er immer diese ganzen Boxen hat. Nee, nee. Natürlich nicht. Mir ist bewusst, dass das Ganze nur symbolisch gezeichnet ist. Wahrscheinlich hat er nicht mal solche Boxen dabei. Gehe ich jetzt mal sehr stark von aus, aber hm. Ja. Also solche Boxen für das Verbandskasten-Dingsgedönse meine ich natürlich. Da ist ein Loch im Boden. Müssen wir da runter? Oder sind wir dann wieder im ersten Stockwerk? Da haben wir noch mehr Reparatursachen. Ich gehe mal nach unten. So. Wo sind wir denn jetzt? Hier ist nichts drin. Wir scheinen schon an einem anderen Ort zu sein. Habe ich das Gefühl. Das gute Gefühl, das schlechte Gefühl, wie man es nimmt. Aber hauptsächlich habe ich das Gefühl. Okay, das ist kein gutes Zeichen, dass hier Holzbretter sind. Oder doch. Hier waren wir bereits. Guck mal. Wo müssen wir denn längs? Wenn wir nicht da lang müssen, muss ich jetzt erstmal wieder die Treppe finden. Okay. Geile Sache. Hat sich mega gelohnt. Sehr schön. Hier kommen wir nicht durch. Nee, von hier kommen wir ja im Grundsätzlichen, ne? Warum ist das nicht viel einfacher und die Treppen sind frei? Ist doch jemand. Ach, guck mal, da kommt der runter. Wow, was war das für ein verbuggtes Fass? Ich bin verwirrt. Sehr schön. Ein paar Pistolen, Schrotgang. Dings, Munition. Wir müssen noch nach oben. Da haben wir jetzt auch nicht genau gesehen. Ja, was geht denn da sonst noch so ab? Ich glaube, das wäre nicht unwichtig. Und die Facecam ist mal wieder sehr tief. Ich kann das natürlich beim Schneiden dann auch ein bisschen anders machen. Aber trotzdem, draußen wird es auch schon ziemlich dunkel. Also ihr merkt wahrscheinlich schon, der Hintergrund bei der Facecam wird schon langsam finster. Aber was soll's. Gut. Oder eher nicht gut. Würde nämlich gerne wissen, wo es hier weitergeht. Das wäre nicht schlecht. Ja, den Schläger nehme ich auf jeden Fall mal mit. Warum haben die keine Aluminiumschläger? Das ist ja voll dumm. Ich hätte gerne einen Aluminiumschläger. Hm. Ich glaube, ich habe in letzter Zeit ziemlich starke Migräne, habe ich irgendwie das Gefühl. Ich habe die ganze Zeit, wenn ich Treppen laufe, so Kopfschmerzen. Also jetzt im Real Life, nicht hier in-game. Ja, das wäre was Neues. In-game erstmal Migräne kriegen. Nee, aber ich glaube, ich habe irgendwie sowas. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kann es auch was anderes sein, auch möglich.
Aber ich nehme mal an, dass es das ist. Oder was anderes. So. Einer ist noch da vorne. Dieser Patrouillendienst heute wieder. Ah, alle sind unterwegs und wollen mich nur finden. Doch sollen sie nur. Denn alles, was sie finden, ist der bloße Tod. So einfach kriegen sie mich nicht. Ich werde mich nicht einfach töten lassen von diesen kleinen Schlawinern. Tod ist er. Und weiter geht die Suche nach einer Reise. Reise aus diesem Leben. Ich will die Apokalypse verlassen und in ein Leben davor zurücksteigen können. Doch so einfach ist es leider nicht. Wir müssen einen Weg hier herausfinden. Und dann erstmal Ellie abliefern. Okay, so würde ich reden, wenn ich ein guter Let's Player wäre. Nein, irgendwie nicht so, ne? Ist doch langweilig. Leute, wir wollen hier Action haben. Wir wollen Spannung. Und einen dummen Kommentarstil meinerseits. Danke. Oder gern geschehen, ich kann mich weiterempfehlen. So, Ellie, du stehst da die ganze Zeit irgendwie an einem Ort. Hier ist ach, guck mal, du hast den Weg gefunden. Ich bin sehr dankbar. Ich kann dich auch weiterempfehlen, wenn du willst. Wenn nicht, dann mache ich das natürlich auch nicht. Ist alles zu. Die Tür, sie hängt sich fest, aber wir kommen heraus. Oder hindurch. Und jetzt? Ich weiß nicht, ob das so sicher ist. Aber egal, ich versuch's mal. Mal sehen, wo wir landen. Ja, mal sehen. Ja, sicherheitshalber. Ja, ja, okay, ist gut. Das sieht nach Durchgang aus. Okay. Da müssen wir irgendwie danach hin. Das wird ganz schön eng, aber... Na komm. Okay. Okay, ich muss wahrscheinlich unten runter. Das sieht nicht so stabil aus. Ich geh erstmal hoch. Ich habe ein schlechtes Gefühl hierbei. Nein! Als ob er diesen Sturz überlebt. Ja, bestimmt hat er diesen Sturz überlebt. Das sind 4 Stockwerke. Okay. Nee, war kurz. 1, 2, 3, 4. Das sind 5 Stockwerke, die er runtergefallen ist. Plus das Erdgeschoss. Oder das sieht mehr nach einem Uge aus. Der ist dann noch mal 6 Geschosse runtergefallen auf einen Fahrstuhl. Der war auf Höhe von etwa 1,5, also 4,5 Stockwerke runter. Ja, sehr realistisch. Aber ich beende an dieser Stelle die Aufnahme. Hier wird es wahrscheinlich ziemlich unheimlich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.